Das pochert so krass, Mann. Du Armer. Und du kannst dich an nichts mehr erinnern. Die haben mich voll ausgenockt. Ich dachte, du hast einfach aufgelegt. Was denkst du denn von mir? Hätte ich meinen Besen dabei, könnte ich jetzt einen Suchreckspruch anwenden. Aber... Schlechte Nachrichten. Die Versicherung zahlt nicht. Nur mit Alarmanlage oder Wachhunden. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen was tun. Wachanlage. Ja. Kannst du dir das mal hier anschauen? Wissen Sie schon irgendetwas? Wir sind ja nur für die Spuren zuständig. Vielleicht fragen Sie lieber mich. Ach, Sie sind der Chefin. Aushilfsweise. Eigentlich arbeite ich für ein Kommissariat in Brandenburg. Aha. Und Sie ermitteln jetzt die Leitungen. Leiten die Ermittlungen. Graf Falke von Falkenstein, wie ich annehme. Greta Müller, Hauptkommissarin. Als Sie in der Rüstkammer waren, ist Ihnen da irgendwas Auffälliges aufgefallen? Nein. Ich plane gerade unser beliebtes Kostümfest derer zu Falkenstein, das nächste Woche stattfinden soll. Und deswegen steckte ich... Ja? ...mitten in Vorbereitungen. Aber wie soll ich unter diesen Umständen meine Familie empfangen? Vielleicht geht es ja auch so, vorübergehend. Ene, mene, was verschwand? Als Kopien an die Wand. Aha, du bist die berühmte Hexe. Fräulein Blocksberg, das sind nicht die Originale. Das hat überhaupt keinen Wert für mich. Macht mich noch trauriger als die leeren Flecken an der Wand. Hey Mama. Hey, na da seid ihr ja endlich. Ihr habt versprochen, dass ihr mithelft. Hi. Ja, aber wir... Ja, nix aber. Ihr seid zu spät. Ihr seid echt immer zu spät. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Im Schloss ist eingebrochen worden. Was? Total viele Bilder geklaut. Oh. Und Alex' Vater hat jetzt voll die Probleme, weil der eine Alarmanlage braucht und die kostet total viel Geld. Deswegen hat er mich auch nach der Jahrespacht gefragt. Sag mal, hast du die immer noch nicht bezahlt? Nee. Wir sind knapp bei Kasse. Nicht nur wegen dem neuen Trecker. Guckt euch doch mal um. Na? Fällt euch denn nichts auf? Ja, ist nicht so viel los hier, wa? Keine Anmeldung, keine Ferien, Kinder, kein Geld und trotzdem haufenweise Arbeit. Das ist wirklich blöd. Aber ene, mene, dicke Kälber, Heu verstaut sich jetzt von selber. Auf dem Martinshof wird nicht geäxt. Ich wollte nur helfen. Ach Mutti, ey. Jetzt lass doch einmal 5 Grad sein. Wir haben noch 5 Hektar Heu zu machen. Echt Arbeit genug. Ja, ja, aber Ferienkinder kannst du nicht hexen, ne? Nein, kann ich nicht. Aber Tina und ich, wir könnten 360 Grad Marketing machen. Was? Werbung in alle Richtungen. In Rotenbrunnen gibt's bestimmt viele Kinder, die Lust auf Reiten haben. Los, komm, wir müssen jetzt Flyer basteln. Hm? Bibi und Tina sind zurück. Was? In Rotenbrunnen gibt's bestimmt viele Kinder, die Lust auf Reiten haben. Ferien auf dem Reiterhof, oder was? Na? Was ist das? Eine Tür? Ja, der scheint dich ja schon mächtig beeindruckt zu haben. Nein? Ach so. Wir sind die Schmelz. Wollt ihr wirklich bleiben? Ja. Ich bin frei. Nichts zieht mich runter. Ich bleib hier. Irgendwas stimmt nicht bei denen. Ihr braucht doch die Kohle, oder? Jetzt holt den Gaul. Die sind doch echt anständig zu uns. Geh mal in den Supermarkt und sag, hallo, ich bin anständig. Da kriegst du nix für. Die wollen Fantastico? Los, der fällt ein. Pferde! Hallo!
Der neue Film von Detlef Buck. Let's go! Regisseur von Bibi und Tina, Rubbel die Katz und Hände weg von Mississippi. Springen über Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Die berühmte Hexe. Bibi! Das sind Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina. Sie jagen und wirft, sie reiten und schwimmen. Wer ist das? Gräfin Vlad. Ich stecke fest! Weil sie Freunde sind. Kein Bock mehr, Mann ey! Bibi und Tina, voll verhext. Also ich habe keine Angst vor starken Frauen. Oh. Ab 25. Dezember im Kino.